Das ist das Siegel von Dekra für Karosserie- und Lackierbetriebe. Mittlerweile haben 2500 K&L-Betriebe dieses Siegel an ihren Werkstatttoren. Es wird vergeben von der Dekra, seit 2 Jahren neu aufgelegt. Bei mir ist der Bereichsleiter Gutachten und Mitglied der Geschäftsleitung Bernd Grüninger. Herr Grüninger, was steckt eigentlich hinter diesem Siegel? Das Siegel haben wir entwickelt für Karosseriebetriebe, Lackierbetriebe oder der Kombination aus beidem. Das Siegel soll dem Betrieb bestätigen, dass er ordnungsgemäße Reparaturen durchführen kann und dementsprechend fachgerecht repariert. Okay, das Siegel ist neu aufgelegt worden. Was sind denn die Standards und die Kriterien, nach denen das Siegel jetzt eigentlich vergeben wird? Als Grundlage haben wir hierzu die gültige Rechtsprechung zu Rate gezogen. Das heißt, es geht im Wesentlichen um die Frage, ist ein freier Karosseriebetrieb vergleichbar mit einer markengebundenen Werkstatt? Hier hat die Rechtsprechung ausgesagt, dass ein Meisterbetrieb dieser Betrieb sein muss. Er muss entsprechend mit Originalersatzteilen reparieren. Er muss die Herstellervorgaben einhalten und gleichzeitig in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Das war die Grundlage, weshalb wir dieses Siegel entwickelt haben. Dies alles haben wir in einem Prüfprotokoll zusammengefasst, einheitlich nach Standards. Und hier sind wir in der Lage, entsprechende Betriebe zu überprüfen. Es wird ja auch Arbeitsproben werden ja gecheckt. Was gucken Sie sich da genau an? Wie zusätzlich zur Ausrüstung, zu Fortbildungstagen im Betrieb, kommt bei der Siegelprüfung auch die Begutachtung eines reellen Schadens, eines Strukturschadens. Hier gehen wir her und begleiten die Reparatur und beurteilen entsprechend die Reparatur, ob hier ordnungsgemäß repariert wurde. Das ist auch Bestandteil unseres Siegels für Karosserie- oder auch Lackierbetriebe. Jetzt prüfen Sie ja auch Kriterien im Bezug auf Ihre Auftraggeber, also Innovation Group oder auch Coburg. Die Termine sind zusammengelegt worden, das heißt also, es gibt weniger Aufwand für die K&L-Betriebe. Aber diese Kriterien der Schadensteuerer oder Kfz-Versicherer werden ja mit von Ihnen geprüft, richtig? Ja, also grundsätzlich muss man sagen, unser Werkstattsiegel, das jetzt neu aufgelegt wurde, ist von allen anerkannt. Das wird als Basis, als Grundmodul angesehen. Es entspricht den Anforderungen unserer Kunden. Gleichzeitig sind wir in der Lage, über Zusatzmodule entsprechende zusätzliche Anforderungen unserer Kunden dann mit abzubilden, sodass auch hier der Aufwand möglichst klein gehalten wird. Wir prüfen diese Kriterien, die zusätzlich gefordert sind, im Rahmen der Grundsiegelprüfung hier gleichzeitig im Betrieb mit ab. Okay, wie wird sich das Siegel weiterentwickeln? Wir haben jetzt eigentlich immer eine wachsende Bedeutung im Bereich der Diagnose, der Fahrzeugdiagnose. Scheinwerfereinstellplatz, ein großes Thema in diesem Jahr in den Betrieben. Wird das auch Eingang in dieses Siegel mitfinden in Zukunft? Selbstverständlich, wir beschäftigen uns natürlich immer mit dem Stand der Technik, insbesondere, ich sage jetzt, die Assistenzsysteme werden hier eine große Herausforderung für sämtliche Betriebe werden, auch die Elektromobilität, diese Dinge werden peu à peu dann jeweils in das Prüfprotokoll mit eingearbeitet und dann auch entsprechend bei der Vergabe des Siegels berücksichtigt und bei der Besichtigung mit abgeprüft. Okay, wir werden sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank an dieser Stelle. Dankeschön.